Lorbergschenke Frankfurt. Einmal im Monat verwandelt sich die Gaststätte zum mobilen Fernsehstudio zur Aufzeichnung der Kult-Talkshow Bembel und Gebabbel. Besonderheit diesmal die 50. Sendung. Ein roter Teppich, ausgerollt im Eingangsbereich, zur Feier des Tages. Drinnen beginnen die Proben, noch 4 Stunden bis zur Show. Inzwischen ist auch der Moderator eingetroffen. Tonprobe mit Bernd Reisig. Na, mein Mikro klingt nicht gut. Es bleibt noch Zeit, sich dem Hightech-Gerät im Talktisch zu widmen. Ja, das Tablet ist für mich mein Heiligtum in der Sendung, weil es mich durch die Sendung führt. Ich habe hier diesen Bildschirm, wo ich Fotos mit ansteuern kann an den Monitoren. Ich habe ein Ablaufprogramm, wo ich die nächsten Programmpunkte sehe. Ich habe einen Timer, der genau die Zeit misst für mich. Und habe hier unten noch eine Kommunikationsebene. Da kann der Redakteur mir Nachrichten schreiben, live in die Sendung. Du bist zu lang, du bist zu schlecht, du bist zu unwitzig oder du hast nur noch 3 Sekunden. Und diese Dinge sehe ich dann immer. Aber ehrlich gesagt lese ich das eigentlich nie. Aber ich wollte es ihm noch nie sagen, damit er weiterschreibt. Das hat mich noch nie interessiert, was da steht. Wäre das also auch mal geklärt? Noch 2 Stunden bis zur Show. Die Besucher treffen langsam ein. Im Publikum diesmal etliche Gesprächspartner früherer Sendungen. Eine Etage oben drüber kommen die Talkgäste des Abends an. Zur Jubiläumsausgabe hoher Besuch aus Berlin. Die Bundesumweltministerin ist da. Entertainer Julian Stöckel sitzt schon bei Nadine in der Maske. Stimmung! Bernd Reisig will heute nur Sauereien von mir erfahren, aber ich bin ein seriöses Mädchen. Noch 1 Stunde bis zur Show. Das ist heute mein Bühnenoutfit. Also heute lassen wir uns mal zur 50. Sendung was Besonderes einfallen. Und ich fand das total sexy. Und diese Motive vor allen Dingen hier, also muss ich wirklich sagen, es hat mich beeindruckt. Und habe ich gesagt, das machen wir mal zur 50. Sendung. Warm-up mit Thorsten Siegmund, dem Redakteur der Sendung. Es ist schlagartig ruhig geworden. Sehr gut, ich habe noch eine gewisse Autorität, auch in der 50. Sendung. Die Vorfreude, sie steigt. Noch ein paar letzte Hinweise, dann kann's losgehen. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, here in the Lorbergschenke on the Mount Lorberg of Frankfurt, this is the new edition of Bembel und Gebabbel. Vielen, vielen Dank. Sein Outfit hat Bernd Reisig dann doch nochmal angepasst. Feiner Zwirn zum Jubiläum. Die 50. Ausgabe, ein Selbstläufer. Die Stimmung bestens. Mit einer Überraschung zum Schluss. Dem Auftritt von Comedian Woody Feldmann. Halleluja, Halleluja. Die Gäste nach Showende begeistert. Es war ganz wunderbar. Es ist ein total warmherziges Format. Es ist ein wunderschöner Abend. Wirklich so, als würde man in der Kneipe sich miteinander unterhalten. Nur mit ganz vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Es ist ja erstmal spannend, Leute aus der Politik, dann aus den Medien und dann aus dem Showgeschäft zusammenzusetzen. Das muss ja erstmal funktionieren. Es hat gut funktioniert. Wir waren, glaube ich, alle drei so sehr unterschiedlich. Und das macht, glaube ich, dann am Ende des Tages eine gut funktionierende Sendung aus. Es war ausgesprochen witzig, es war spannend. Ich habe einiges über die anderen Gäste erfahren und ich fand, es war eine super Stimmung. Feierabend auch für Bernd Reisig. Abschminken, Fazit ziehen nach 50 Ausgaben. Ja, es ist Kult, aber ich mache es eigentlich nur wegen Geld. Ich brauche das Geld, ich habe nichts Richtiges gelernt und bin jetzt in dem Alter, wo auch die Rente irgendwie näher kommt. Ich habe nie in die Rentenkasse eingezahlt. Ich muss halt jetzt gucken, wie ich noch einigermaßen um die Runde komme. Und deswegen mache ich hier einmal im Monat den Kasper. Und das gelingt ihm richtig gut. Alles Gute und auf die nächsten 50. Zum Jubiläum!